Hi Freunde, hier ist der Frederik. Ich möchte euch heute Messer Nummer 3 von 3 Vollkniven Modellen zeigen. Und heute geht es natürlich um ja, den König der Messer, um ein super tolles Ding, was schon ganz, ganz viele Jahrzehnte lang immer gute Dienste geleistet hat. Und zwar um das gute alte F1. Was das Ding so auf dem Kasten hat, wie es daherkommt, das sehen wir gleich im Video. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß, Freunde. Bis gleich. So Freunde, los geht's mit dem König der Fellknivens. Zuerst aber möchte ich euch noch ganz, ganz kurz der Form halber noch die Verpackung einmal zum U2 zeigen. Nur damit ihr irgendwie auch mal gesehen habt, wie die Dinger bei euch ankommen. Also hier haben wir die Verpackung vom Fellkniven U2. Das Ding kommt einfach in so einer kleinen Verpackung ohne irgendwie was dazu. Das ist das eine. Ich drapiere euch das hier so ein bisschen hin. Dann haben wir das Fellkniven PXL noch. Das Ding kommt hier einfach in so einer auch Standardverpackung. Ich habe beim Video zu dem guten Stück noch so ein bisschen in Frage gestellt, ob da überhaupt ein Holster dabei war. Ich kann euch sagen, es war keines dabei. Das ist dieses. So, und jetzt kommen wir natürlich hier zu diesem schönen F1. Die Verpackung sah nicht von Natur so aus. Also, das kommt besser verpackt. Wundert euch da bitte nicht. Ich habe das jetzt nur schnell fürs Video alles nochmal zusammengeschoben. Und wer meine Videos kennt und wer mich kennt, weiß, ja, Verpackungen und ich, wir sind nicht die allerbesten Freunde. Darum sieht das jetzt eben so aus, wie es aussieht. Also, ja, was sage ich denn jetzt zum Fellkniven F1? Das ist irgendwie so ein Fallschirmjägermesser gewesen der Schweden, was ich glaube in den 70er Jahren zum ersten Mal am Markt erschienen ist. Und ja, seitdem eigentlich Tag für Tag gute Dienste leistet an ganz vielen Stellen in der Welt. Hier haben wir einmal die Adresse, und zwar Fellkniven AB. Das Ding kommt natürlich aus Schweden und zwar aus Boden. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch so draufgeschrieben haben. It's the making of a survival knife. Ja, ihr könnt euch das hier ganz kurz durchlesen. 1995 is carried within the Swedish National Defense. Ihr seht, die schwedische Armee nutzt das Ding auch. Was haben wir hier noch? Ihr könnt ja einfach mal Pause drücken, dann könnt ihr euch hier alles durchlesen, was da so geschrieben steht. Hier an der Seite haben wir nochmal einen kleinen Produkthinweis. 159 Euro kostet dieses Ding UVP. Farbe ist schwarz. Es gibt es mit zwei Hüllen. Einmal einer Lederscheide, einmal einer Zytelscheide. Ah, hier seht ihr übrigens genau, was ich hier für ein Modell in Händen halte. Und zwar habe ich eins mit Lederscheide. Und VG10 Stahl. Also Freunde, jetzt packen wir das gute Stück mal aus. Freunde, da bin ich wieder. Ihr kennt das, wie das Leben manchmal so spielt. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Der Kameraakku hat mal wieder einen Geist aufgegeben und war leer. Und dann war die Speicherkarte voll und so weiter und so fort. Aber egal.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt weitermachen können und ich euch endlich dieses schicke F1 auspacken kann. Und das mache ich jetzt auch mal ganz schnell. Wer weiß, was als nächstes passiert. Ich habe das hier echt gut eingepackt, also so kommt das nicht bei euch an. Keine Sorge. Das war mein Werk. Da ist es. So, also, wenn wir hier schon so schöne Verpackungen aufbauen, dann packe ich die hier auch noch hin. Zapp, da ist es. Was sind hier für Fetzen überall? Ah. Och nee, Moment, Freunde. So, Freunde, und da bin ich schon wieder. Ich weiß nicht, ich muss mir das Video später erstmal angucken. Jetzt habe ich so viele Unterbrechungen gehabt. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Aber was hocherfreulich ist, ist passiert. Es kam die Post mit zwei fetten Paketen. Und was da drin ist, das könnt ihr euch vielleicht denken. Da ist irgendwie, ja, wir werden sehen. So, jetzt noch mal so ein bisschen Konzentration und jetzt geht's nämlich weiter mit dem Vollkniven F1. Mensch, so ein schönes Messer und so ein scheiß Video. Egal, wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Also, es gibt dieses Vollkniven F1 in ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen Konfigurationen. Also, ihr könnt es einmal in VG10 Stahl bekommen. Mit einer Zytel-Scheide oder mit einer Lederscheide oder mit einem Schleifstein und einem Lanyard. Dann könnt ihr das, glaube ich, in 3G-Stahl bekommen. Dann ist es nochmal einen Tacken teurer, weil 3G-Stahl ist natürlich irgendwie teurer als VG10-Stahl. Dann könnt ihr das noch mit ganz vielen verschiedenen Griffen bekommen und dann ist es noch mal teurer. Und dann zu guter Letzt ist dieses Messer auch weiterentwickelt worden. Das heißt dann F1 Pro und dann ist es wieder anders und wieder teurer. So, jetzt befassen wir uns aber mit dem, was wir hier vor uns haben. Ich zeige euch als erstes mal diese Lederscheide. Diese Lederscheide, da steht erstmal F1 drauf, ist so ein schwarzer Druckknopf dran. Das Ding wirkt total wertig. Ihr seht, die Verarbeitung lässt da irgendwie keine Wünsche offen. Und wie gesagt, es gibt als andere Variante auch noch die Zytel-Scheide. Die hatte ich mir eigentlich erst bestellt und dann hat irgendwie was nicht geklappt und ich habe dann diese Lederscheide sozusagen vom Händler als Upgrade bekommen. Und das sagt man dann natürlich nicht, ja, die möchte ich nicht oder so. Ich meine, diese Version mit Lederscheide ist, glaube ich, nochmal so 15, 20 Euro teurer als die Version mit Zytel-Scheide. Und ich glaube, das muss dann jeder für sich individuell entscheiden, welche Variante er dann gerne hätte. Klar, die Zytel-Scheide ist noch was robuster, ist vielleicht auch ganz minimal leichter als die Lederscheide, aber ich finde die einfach irgendwie dann doch edler und bin sehr froh, dass der Händler mir dieses Upgrade hat zukommen lassen. Ihr seht, hier kann man das sehr schön am Hosenbund befestigen, vielmehr am Gürtel. Und dies ist hier schön genietet, also das sitzt bombenfest. Ihr braucht da keine Angst zu haben, dass er da irgendwie was verliert. Es wird natürlich dann eng, wenn irgendwie Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Da ist auf jeden Fall die Zytel-Scheide besser. Hier ist auch nicht irgendwie was, wo Wasser rauslaufen kann oder so. Kein Loch, kein gar nichts. Ja, das müsst ihr dann halt für euch entscheiden, je nach eurem Einsatzzweck. Ansonsten kommt das Messer hier in dieser, ja, Knusperfolie, weil die knuspert, zu deutsch und völlig richtig, Luftpolsterfolie. Zapp!
So, dann haben wir hier noch so einen Klingenschutz. Einfache Pappe. Und hier ist das schöne Messer dann. Ich muss sagen, das hatte ich jetzt noch nicht im Einsatz. Von daher sieht es auch noch so neu aus. Und man kann sagen, das Design ist auch sehr, sehr schlicht gehalten. Also jetzt überhaupt nicht irgendwie verspielt. Das ist einfach sehr funktionell. Ich sag euch am Anfang einfach mal so ein paar technische Daten. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Also die Klingenlänge dieses guten Stücks ist 9,8 cm. Das heißt, ihr habt hier keine Sorgen mit Paragraph 42a, weil ihr dürft feststehende Messer, die nicht einhändig zu öffnen sind, einfach hier so eine kleinen Fixed Blades mit einer Klingenlänge bis 12 cm mit euch umhertragen. Ansonsten haben wir hier eine schöne Drop Point Klinge. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ist einfach sehr schlicht, sehr schön und wirklich super, super gebräuchlich. Die Gesamtlänge des Messers beträgt übrigens 21,5 cm. Also das ist schon ja, relativ ordentlich. Und wir haben hier eine Klingenhöhe an der höchsten Stelle von 2,7 cm. Also damit kann man wirklich was anfangen. Die Klingenstärke, ihr seht das hier ganz schön, sind 4,3 mm. Also ihr braucht da wirklich keine Angst zu haben, das Ding auch mal ein bisschen härter zu benutzen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass euch die Klinge jetzt mittendrin abbricht oder so, sei denn ihr nutzt es wirklich als Stemmeisen, Brecheisen, was auch immer. Ansonsten haben wir hier eigentlich einen sehr schönen Konvexschliff, wie man, glaube ich, so sehr schön sehen kann. Und was kann ich euch noch sagen? Das Ding wiegt 147 Gramm, also ist durchaus, man spürt schon, dass man was in der Hand hat. Und das finde ich auch ganz gut, weil das bestätigt so ein bisschen die Robustheit des Messers noch. Wenn das jetzt irgendwie sehr viel schwerer wäre, wäre es schon wieder nicht so leicht handelbar. Wenn es sehr viel leichter wäre, dann hätte man dann doch Angst, es auch für den alltäglichen Einsatz auch mal ein bisschen härter ranzunehmen. Von daher denke ich, dass das genau die richtige oder das richtige Gewicht ist für so ein Messer. Wir sehen hier die Griffschalen. Haben hier hinten so eine kleine Öffnung, wo ihr euch ein Lanyard befestigen könnt, wenn ihr das wollt, um es dann vielleicht noch einfacher aus eurer Lederscheide zu ziehen oder aus der Zytelscheide oder wie auch immer. Die Griffschalen sind eigentlich sehr simpel gehalten. Ihr seht hier diese kleinen, ja, dieses kleine Muster, ist so ein bisschen erhaben. Das macht das Messer natürlich super griffig, also es liegt sehr gut in der Hand, auch mit nassen Händen braucht er hier wirklich keine Angst zu haben, dass er da abrutscht oder sonst was. Das Griffmaterial ist übrigens Thermo Run. Und am Griffende sehen wir hier auch gleichzeitig das Klingenende sozusagen, also die Klinge zieht sich hier komplett durch diese Griffschale. Das heißt, ihr habt natürlich eine unglaublich große Stabilität und hier mit diesem Griffende könnt ihr dann auch irgendwie nochmal irgendwo draufhauen, was weiß ich, ist eben für alle Aufgaben geeignet, wo man ein bisschen Stabilität beim Zuschlagen braucht. Das klingt jetzt zwar komisch, aber es trifft halt. Ja. Dann schauen wir uns hier noch den Klingenaufdruck an. Da steht einfach F1 Fellkniven laminiertes VG10 Stahl. Hat einen Härtegrad von 59 Rockwell. Also jetzt nicht das härteste Material, aber wie gesagt, dafür könnt ihr euch dann noch das 3G Modell kaufen oder was auch immer.
Ja, Freunde, ich weiß, es gibt ganz viele andere Videos, wo das Messer richtig rangenommen wird. Also klar, es ist für so ein Messer, das muss man eigentlich im Einsatz zeigen, weil das wird dem Messer am ehesten gerecht. Was ich jetzt hier mache, muss ich wirklich zugeben, bei diesem Messer sehe ich das echt ein. Ja, wie soll man sagen, ist so ein bisschen, keine Ahnung, man kauft sich einen Ferrari und macht einen Trabanten draus, wenn ich jetzt hier anfange, Papier zu schneiden. Aber ich will es euch einfach mal zeigen, wie die Schärfe out of the box ist und was soll ich sagen. Ich habe nichts anderes erwartet, ihr auch nicht. Also, ich glaube, man braucht dazu nichts sagen. Ist halt einfach ein Fellkniven F1, wer das Ding kennt. Der weiß, ich hole mal ein neues Blatt Papier, glaube ich. Eieieiei. Wer das Messer kennt, der weiß, was man da hat und dass es einfach mal scharf ist und dass es einfach mal ein sehr, sehr schönes Messer ist und dass es super gebräuchlich ist und dass es sehr schön scharf ist. Also ist es wirklich. Ist es wirklich? Ja. Ich denke, ihr könnt das sehr schön sehen. Also es sieht jetzt so aus, als würde es hier total reißen und überhaupt nicht scharf sein, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Ihr seht es, vielleicht habe ich ja echt ein blödes Papier erwischt, aber es ist natürlich sehr scharf, also da gibt es gar nichts. Man muss halt nur richtig schneiden damit. Ja, Freunde, Fellkniven F1, sehr cooles Messer. Das ist so ein Ding, was man sich halt auch einfach mal gönnen muss. Kostet 159 Euro mit Lederscheide. Ich glaube, mit Südteilscheide seid ihr da so bei 130 Euro dabei. Will euch natürlich nicht vorenthalten, wie gut das schöne Stück hier noch in die Lederscheide passt. Man schiebt es hier rein und es rastet dann so ein bisschen ein. Ihr seht das jetzt. Achtung, aufgepasst, Freunde, aufgepasst. So, da ist es. Sehr cooles Messer, sehr teuer, sehr schön, sehr gebräuchlich. Ich würde sagen, das ist wirklich was für all diejenigen, die es auch outdoor brauchen. Also das Messer ist wirklich einfach zu schade, um es irgendwie zu sammeln. Man braucht das nicht sammeln, das gibt es 100.000 Mal auf der Welt. Ist das Messer der Fallschirmjäger in Schweden, der schwedischen Armee? Was kann ich euch noch erzählen zu Fellkniven? Fellkniven hat als einzige ausländische Firma, glaube ich, die Möglichkeit erhalten, auch die US Army mit ihren Messern zu beliefern und so weiter und so fort. Ich kann nichts mehr dazu sagen, als dass es wirklich ein sehr schönes Messer ist. Man kann sich das wirklich mal gönnen, es ist cool, ihr macht damit nichts verkehrt. Ich weiß, der Preis wirkt auf viele erstmal abschreckend, aber wenn ihr wirklich Bushcrafter seid oder so, ich glaube, es gibt kein besseres Messer, was man, wenn ich jetzt so Preis-Leistung sehe, was man wirklich im Wald mit sich rumtragen kann und das Ding einfach mal richtig hart rannehmen kann. Ich möchte euch aber auch noch sagen, es gibt hier noch andere Modelle von. Es gibt zum Beispiel noch das Fellkniven S1. Ich kann euch das ja schnell noch im Katalog zeigen. Den habe ich ja hier irgendwo noch rumfliegen. Zap, 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 zap. Also hier haben wir einmal die Pilot Survival Knives. Hier oben seht ihr das F1. Hier seht ihr auch noch die ganzen anderen Ausführungen. Genau, es gibt es noch mit schwarzer Klinge. Das hier ist die
Desert-Variante mit schwarzer Klinge. Das hier ist, ach, wie heißt dieser komische Griff noch? Mikata, genau. Das Ding ist auch super, super teuer. Das wollte ich euch aber jetzt eigentlich nicht zeigen. Genau, ich wollte euch hier noch ein paar weitere Ausführungen zeigen. Wir haben hier einmal noch das Modell S1. Das hat dann eine Länge von 24,7 cm. Und wir haben hier noch das A1. Das hat dann eine Länge von 28 cm. Also die sind alle im F1-Stil hergestellt. Aber das hier ist eben ein bisschen was kleiner und das hier ist eben ein bisschen was größer. Das hier ist dann sozusagen die goldene Mitte. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video, so chaotisch es auch war, hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einfach mal noch eine schöne Zeit. Ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Bleibt gesund. Falls ihr nicht gesund seid, werdet gesund. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video, Freunde. Tschüss, macht's gut. We'll be right back.